Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wisst ihr, liebe Freunde, es ist nicht so, dass aktuell nichts Interessantes auf der Welt passiert. Vor ein paar Tagen zum Beispiel wurde auf spektakuläre Art und Weise ein Geldtransporter in Berlin auf offener Straße überfallen. Die Täter trugen Masken, wie in so verdammten Hollywood-Filmen, sind geflohen im Fluchtauto und noch auf die Polizei geschossen und sind mittlerweile entkommen. Mega spannender Fall. Da könnte man sich ja die Frage stellen, wer waren die und wo sind sie hin? Oder in den USA? Da passiert gefühlt täglich irgendein neuer Skandal mit Trump. Da könnte man sich auch die Frage stellen, wo kommen wir denn noch hin? Ich habe aber das Gefühl, die einzige Frage, die alle Leute da draußen interessiert, hat nichts mit unserer Politik, mit unserer Umwelt, mit unserer Gesellschaft oder unserem Leben zu tun, sondern ist folgende Frage. Wie heißt verdammt nochmal Babys Baby? Überall im Internet sehe ich diese Videos, Verschwörungstheorien, Untersuchungen, Analysen, wie könnte Babys Baby heißen? Als wäre es ein verdammtes Staatsgeheimnis. Als würde das Weiterleben der menschlichen Rasse davon abhängen, wie Bibi und Julienko ihren kleinen Strolch genannt haben. Promiflash. Wir kennen es ja alle, dieses Online-News-Magazin, die immer über Prominente berichten. Bei denen ist gefühlt aktuell Weihnachten. Die hauen übertrieben gesagt gerade 5 Videos am Tag über Bibi raus. Hier zum Beispiel, ich habe kurz mal nur Spaß eingegeben. Babys Baby Name Promiflash. Es kam unzählige Videos. Fan-Theorien immer wilder. Gerüchte um Babynamen. Fan-Hinweise. Doch Bilou. Freunde, was geht denn da ab? Die tun ja so, als wäre das das krasseste Geheimnis, was man gerade lüften müsste. Als wäre es die Frage, wer damals Kennedy erschossen hat. Was am 11. September wirklich passiert ist. Leute, es geht nur um den Namen von so einem kleinen Schlingel. Und mehr nicht. Starzip. Sowas ähnliches wie Promiflash. Die haben auch so ein Analysevideo rausgehauen, wo man angeblich etwas hört, was Julienko gesagt hat, wie das Baby heißt. Schauen wir es uns mal an. Hat sich Julienko in Bibis neuem Video etwa verplappert? Hat er das? Offiziell haben die beiden den Babynamen ihres Sohnes noch nicht verraten. Aber Fans glauben, dass sie ihn im Geburtsbericht des Paares eindeutig gehört haben. Wir spielen euch die Stelle mal vor. Da bin ich mal gespannt. Dann sag ich das zu dem kleinen Baby. In einer halben Stunde kommt ihre Frau. Die Fans sind sich sicher, das Baby hat den außergewöhnlichen Namen Bibert. Aber ist das überhaupt ein Name? Oder hat sich Julian einfach versprochen? Wisst ihr, liebes Starzip-Team, es ist nicht so, dass die allerhöchste Meinung von Julienko hätte oder so. Aber in welcher Welt könnte dieser Mann sein Kind bitte Bibert nennen? Das ist ein verdammter Spitzname, hat er mehrmals gesagt, weil er den wahren Namen nicht verraten will. Bibert, das klingt ja wie die männliche Form von Bibi. Stellt euch wirklich mal vor, nur eine Sekunde. Julienko und Bibi würden ihr Kind Bibert nennen. Ich will auch nicht die Reaktion in der Schule von den anderen Mitschülern vorstellen darauf. Nein, liebe Freunde, das würden selbst Bibi und Julienko niemals tun. Lange Zeit hielt sich ja das Gerücht, dass das Kind Monte heißt. Ich habe persönlich nie verstanden, warum es dieses Gerücht überhaupt gab. Es war ja so, dass auf einer Website eines Kölner Krankenhauses am selben Tag, in dem das Kind von Bibi zur Welt kam, wurde vermeldet, dass ein Kind geboren wurde, das Monte heißt. Es ist aber so, dass man freiwillig als Eltern bestimmen darf, ob das im Internet verkündet wird auf dieser Website von dem Krankenhaus. Wenn Bibi und Julienko doch geheim halten wollen, wie ihr Kind heißt, wieso also genau sollten sie das dann im Krankenhaus erlauben, es im Internet zu posten? Macht das irgendeinen Sinn? Natürlich nicht. Und deswegen habe ich nicht verstanden, warum jeder mal geschrieben hat, oh, es heißt Monte. Das Ganze wurde sogar so publik, dass alle wirklich gedacht haben, dass die beiden sogar ein Video darüber gemacht haben. Hat in irgendeinem Krankenhaus irgendwer rausgesucht, dass ein Kind geboren wurde, was Monte heißt. Und das muss er dann unser Kind. Ich bin ja selten derselben Meinung wie Julienko, aber da hat er recht. Ein Kind geboren. Das ist so lächerlich, das dann zu denken. Wie viele Kinder jährlich in Köln geboren werden. Vielleicht gibt es irgendwelche Zahlen dazu. Da wäre es jetzt von 2016. Täglich werden im Schnitt 35 Kinder in Köln geboren. Ja, vor allem gerade wir in unserer Situation, als ob wir ein Bild unseres Kindes mit Namen und allem. Da hat sie auch recht. Also, Website stellen lassen. Auch dieser Name ist nicht korrekt. Unser Kind heißt nicht Monte und dieses Kind, was auf dieser Website hochgeladen wurde, ist nicht unser Kind. Ich muss ehrlich sagen, mir tut es irgendwie leid für diesen echten Monte. Der Name wurde ja so krass gehatet. Alle so, oh, wie könnt ihr den Monte nennen? Habt ihr mal die Kommentare durchgelesen? Die Leute sind komplett ausgerastet, wo ich mir auch dachte, ey, lasst die Leute doch ihr Kind nennen, wie sie wollen. Die sind vielleicht Personen des öffentlichen Lebens, aber trotzdem habt ihr nicht das Recht, sie fertig zu machen, wie sie ihr Kind nennen. Sie zu beleidigen. Und vor allem dieser echte Monte, die Eltern, die wirklich ihr Kind Monte genannt haben. Ich würde mal gerne wissen, ob die das Ganze mitbekommen haben. Dass das ganze Internet vermutet, dass ihr Kind das Kind von Bibi ist. Irgendwie tut der wahre Monte mir schon ein bisschen leid. Klar, wir stehen in der Öffentlichkeit, keine Frage, aber dass dann das so bei den Namen hergehalten wird. Ich persönlich finde den Namen Monte süß. Ich finde ihn auch nicht so schlimm eigentlich. Ich würde mir niemals das Recht rausnehmen, irgendwie zu urteilen über diesen Namen. Dann auch noch so irgendwie beleidigen. Was da alles abgegangen ist, hat uns einfach in unserer Ansicht bestätigt, dass wir den Namen einfach für uns behalten. Die Konsequenz, die Bibi jetzt aus diesem ganzen Fall gezogen hat, war, dass sie ja gesagt hat, ey, ich werde jetzt gar nicht mehr veröffentlichen den Namen. Weil nach diesem ganzen Hate gegen Monte, man muss ja auch sagen, Bibi und Julienko haben ihren Namen beantragt, den gibt es ja so noch nicht in Deutschland oder zugelassen werden. Das heißt ja irgendwas Extravagantes wahrscheinlich. Und dementsprechend könnte es eventuell auch Hate geben, wenn sie diesen Namen dann veröffentlichen. Ich finde es absolut richtig, dass sie das nicht tun. Ich würde es Baby auch gar nicht so wirklich in der Öffentlichkeit präsentieren. Also, wie die beiden das gerade handeln, finde ich eigentlich wirklich mal ganz gut und hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage über Bibi und Julienko, aber wie sie damit umgehen, finde ich okay. Dennoch, liebe Freunde, ihr habt natürlich eingeschaltet.
eingeschaltet, damit der König der Schlinge mit all seinen Connections rund um die Welt herausfindet, wie das Baby wirklich heißt. Ich habe wirklich wochenlang daran gearbeitet, habe 10 Hacker aus Indien beauftragt. Wir haben ganze Netzwerke von Krankenhäusern, Überwachungskameras, geheime medizinische Studien gehackt, um herauszufinden, wie der Name von Babys Baby wirklich ist. Und kurz bevor ich das Video gestartet habe, kam Ranjit, mein indischer Hacker, persönlich vorbei mit diesem goldenen Umschlag, in dem der einzig wahre Name von Babys Baby endlich entlarvt ist. Es ist nicht Bibert, es ist nicht Monte, es ist nicht Gerald. Okay, das wäre ziemlich witzig gewesen. Vor allem den Namen hätte man wahrscheinlich auch beantragen müssen. Nein, liebe Freunde, wir werden jetzt das wahre Geheimnis lüften. In diesem Umschlag, was meine Hacker herausgefunden haben, ist der Name von Babys Baby. Und zwar, wie ihr seht, seht ihr nichts. Denn die Message dieses Videos soll sein, lasst die beiden doch komplett in Ruhe. Es ist egal, wie das Kind heißt. Es ist kein Geheimnis der Öffentlichkeit, das man unbedingt braucht, um weiterzuleben. Diese ganzen Theorien, dieses ganze Gestalke, versuchen herauszufinden, wie es heißt, es ist einfach nicht wichtig. Lasst die beiden mal in Ruhe Eltern sein, auch wenn sie Personen des öffentlichen Lebens sind, auch wenn sie Sachen von ihrem Alltag zeigen. Dennoch haben sie das Recht, auch private Details geheim zu halten. Wer auch meiner Meinung ist, dass es total unnötig ist, diesen Namen unbedingt herausfinden zu wollen, der lässt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben da, wer mir dazu stimmt. Ich bin gespannt, wie viele da zusammenkommen, die auch der Meinung sind, dass man sie da einfach mal in Ruhe lassen sollte. Ansonsten, liebe Freunde, vergesst natürlich nicht ein Abo dazu lassen, wäre nur ein kleiner Kick für euch, aber ein Riesenkick für mich. Hier kommt fast täglich Videos. Es lohnt sich definitiv, den Kanal abonniert zu haben. Das war's von mir, die Welt ist böse und passt auf euch auf.